Willkommen zurück in meiner kleinen Schnupperstunde in Lost Ark. Mein kleiner Kanonier hier ist immer noch auf der Suche nach der Steintafel. Nach irgendeiner Steintafel. Und dazu muss ich, glaube ich, darüber hin. Genau, da muss ich... Keine Ahnung, was ich da machen muss. Irgendwen verprügeln. Oh, da sind böse Jungs. Genau, jetzt... Oh, wieder was gefunden. So, das sind die Kolchruinen. Das dürfen demzufolge dann die Piraten sein. Ja, komm mal her. Lauts. Nochmal. Ah, man kann das nicht abbrechen, wenn ihr fragt, warum ich jetzt hier drauf drücke, die Entweder. Hey, komm. So. Das ist offenbar ein Assassine oder ein Kampfkünstler. Weiß ich nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Irgendwas sehr Stabiles, möchte man sagen. Aber auch nicht so stabil. So. Was soll ich hier machen? Durchsuche den Wald und Morgentauschsprösslinge soll ich sammeln. Wie sehen denn Morgentauschsprösslinge? Du bist ein Morgentauschsprössling. Ja. Einer. Ne, das waren sogar zwei. Ist noch einer, oder? So, damit wäre schon mal der erste Quest. Und jetzt soll ich noch durchsuche den Kolchwald. Ich will auch so einen Hasen. Selber. Hör auf zu ballern, Mensch. So, hier müsste der Wald sein. Da sind schon wieder diese Viecher. Bombs. Hat ihn aber auch nichts gebracht. Ach, das ist wieder ein... Ein Dungeon. Dann gehen wir mal in den Dungeon rein. Also ein Gebiet, wo man alleine ist und keine anderen Spieler trifft. Auf gut Deutsch. Ist ja total simpel. Ich habe keine Gegner. Okay, habe ich die Tafel gefunden oder was ist das hier? Besiege. Oh. Sieh einer an. Scheint, als hätten wir Konkurrenz. Du gehst nirgendwo hin. Irgendwie passt die Stimme nicht zu der Maschine. Schnappt sie euch, Jungs! Na? Feuer! Bam! Ich würde sagen... Aua! Ich würde sagen, aua! Aua! So... Schade, der ist außer Reichweite. Ich muss mal kurz was trinken. So. Naja, nicht so aufregend. Warte mal, wie war das mit dem Raketenwerfer? Ja, ging so, ne? Komm, schieß. Er ist hingefallen. Huch, da kommen die Wölfis. Hä? Zum Glück halten die nichts aus. Warum ist mein... Achso, ich bin auf Cooldown. Okay, komm, trink noch mal was hier. Ey, ich hab... Mit der Steuerung bin ich mich noch ein bisschen schwer am... Aber gleich haben wir es. Feuer! So. Wer kommt denn da jetzt? Ist alles in Ordnung mit dir? Mal ein bisschen Cardio machen am Tafelstück, mein Freund. Was wollen Sie damit? Scheint ein beliebtes Stück Stein zu sein. Ihr seid zu spät. Ich hab's dem Boss schon gegeben. Ihr kriegt es niemals von unserem Dämon. Puff. Ein Dämon also. Das hatte ich befürchtet. Der Fluch ist viel zu mächtig für einen Menschen. Los, wir müssen herausfinden, für wen diese Räuber arbeiten. Suchen wir nach dem Wächter der Kolchruinen. Vielleicht erfahren wir dort unser nächstes Ziel.
Alles klar, machen wir. Krieg ich jetzt mal EP? Ich will jetzt aufsteigen. Ist hier nicht noch irgendwas, was man hier einsacken könnte? Nein? Ist das? Nix. Habe ich irgendwas Sinnvolles gekriegt? Nein, auch nicht. Das ist eine erbärmliche Belohnung. Ging aber auch noch so questmäßig. Ich frage mich, ob man, wenn man da zum Beispiel zu mehreren reingeht, ob das dann... Wo bin ich da? Ob das dann schwieriger wird? Oder nicht? Hä? Wie sehr. Einmal Schrot ins Gesicht. Was ist denn das da für ein Totenkopf auf der Karte? Hier, genau wo ich jetzt bin. Okay. Juhu! Kann das sein, dass es ein Special... Ui, dass es ein Special 4 ist? Könnte sein, bin mir nicht sicher. Da ist jedenfalls eine Menge getroppt. Stirb doch mal. Also da war jetzt einiges, was ich... Da ist noch einer. Lebt der immer noch? Jetzt nicht mehr. So, erstmal einen Trank zu mir nehmen. Keine Ahnung, was ich da besiegt habe, aber es war irgendwas Spezielles. Kann man das echt jetzt alles anklicken? Da gibt es bestimmt eine Taste für. So. Nein, ich ignoriere euch jetzt mal. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Push! Push! Laut! So, da müsste ich jetzt zwei Quests abgeben und dann kommt der Aufstieg, würde ich mal behaupten. Ihr nutzlosen Träger! Schau dir die delikaten Sprösslinge. Ja, lass dir schmecken. Aufgestiegen! So, und jetzt quatschen wir den aber erstmal noch an. Die giftklauen Grabräuber haben ihr Versteck an einem abgelegenen Ort am Pfad. Aha. Erteile denen eine deftige Lektion, alles klar. Ich soll sie verprügeln. So, Blendgranate, was eine Hose habe ich gekriegt. So, dann gucken wir mal. Also jetzt haben wir mehrere Sachen hier. Einmal haben wir hier eine Blendgranate, die automatisch da unten eingebaut wurde. Naja, Heiligschaden. Aha, okay. So, dann haben wir hier eine Hose, die definitiv besser ist als meine. Und dann habe ich noch das Ding gekriegt, was aber nicht besser ist. Ich müsste langsam mal zu einem Händler. So, und jetzt gucken wir uns aber erstmal das Skillsystem an. Also, ich habe jetzt 5 unvergebene Punkte. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, ich gebe die entweder hier rein. Wobei, man könnte denken, einer dazu, aber dann sind alle 4 Punkte kostet der Aufstieg. Okay, das könnte ich hier reingeben. Das bringt auch nicht sonderlich viel. Da komme ich auch nicht weiter. Oder aber ich verbessere noch ein paar andere Sachen hier. Also die Gatling Gun haben wir. Ehrlich gesagt können wir das mal rausnehmen. Kann ich das vielleicht noch einmal besser machen? Nee, geht nicht. Geht nicht. Okay, das heißt, wir können das ehrlich gesagt auch auf 4 lassen. Ihr seht, man muss es so ein bisschen abwägen. Und dann nehme ich mal raus, die Punkte. Was benutze ich denn noch recht gerne? Eigentlich die Schrotflinte, ne? Was kann man denn da machen? Fügt ein Schwachpunkt der Stärke... Was fügt ein Schwachpunkt der Stärke 1 zu Schrot hinzu? Ich weiß nicht, was das heißt. Bei einem Schrottreffer werden Rückstoßdistanz und Lähmungsdauer erhöht. Das ist natürlich genial. Schaden bei Stoß immun. Hier, dann nehmen wir mal das hier. So, jetzt haben wir immer noch 7 Punkte. Was kann man denn hier bei den Raketen machen? Elementwechsel zu Feuer. Beim Treffer brennen die Gegner. Elementwechsel zu Wasser. Mit Frost werden sie also langsamer.
Raketengröße plus 30. Ja, größer ist immer besser. So, jetzt haben wir noch 3 Punkte, die können wir noch irgendwo reinballern. Keine Ahnung. Also jetzt haben wir 3 geupgradet und jetzt könnten wir eigentlich nochmal hier... Packen wir das da rein, sagen speichern. Einfach 1 Punkt haben wir noch. Packen wir mal hier rein. So, speichern. So, zeig mal meinen Raketenwerfer, bitte. Sind die Raketen größer? Hab ich nicht gesehen. So, wir sollen in der Giftklauenhöhle. Oh, das ist die. Das ist der erste größere Dungeon, glaube ich. Platz da. Hier sind die bösen Jungs, oder? Blauholz. Arm Gerlchen. Überwachter Zugang. Oh, ich sehe keinen. Ach, da. Aber im Moment sieht hier nichts bewacht aus. Wo muss ich denn hier hin? Aber, warte mal, vertreibe von der Baustelle. Achso, hier ist die Sicherheit. Wie lange habe ich noch Zeit? 2 Minuten. Wie viel muss ich denn hier umbringen? Steht hier nicht. Ach so, hier 8, hab's gesehen. Ob ich das schaffe? Falsch, ne? Ja. Was sind denn diese? Die hier? Geschafft! Yay! So, das war wieder so ein dynamischer Quest. So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Lass mich mal durch. Der Onkel kommt. Hallo, guten Tag, die Dame. So, und jetzt bin ich hier rein und was passiert dann? Matchsuche. Ach, das ist. Da wird man quasi auf. Da wird man gezwungen, da reinzugehen. Warum geht es nicht? Möchtest du eine Giftklauenhöhle? Normal, ja, möchte ich. Bin ich jetzt da mit mehreren drinne? Bin ich sicher. Augenscheinlich. Wie komme ich da runter? Okay, die anderen machen das schon. Ich muss hier gar nichts machen, das geht schon. So, jetzt geht das wieder zurück. So. Ach, meine erste Party. Ich bin so aufgeregt. Ja, voll, ich habe auch mal was gemacht. Das lohnt sich ja alles gar nicht. Nee, nee, da schieße ich nicht. Hier kann ich nicht schießen. Joa, da lohnt sich eigentlich die ganze Spiel zu tun. Hier können wir mal nochmal hochziehen, müssen wir aufklettern. Was müssen wir hier drin überhaupt machen? Kämpfe dich durch die Räuberhorden, alles klar. Ich kämpfe mich durch die Räuberhorden. Bam, bam, die Rollrakete. So dick ist das. Daneben. Du bist. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht sehe? Hier nichts. Oh, 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 oh. Gib mir das. Was ist das? Irgendwas Besonderes habe ich da eingesammelt. Gucken wir später an. Kader Stufenaufstieg. Keine Ahnung, was das ist. Einfach mal rein da. So. Daneben. Sehr gut. So, was muss ich hier machen? Tor auf. Oh, jetzt kommt der Endboss. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten für mich, dir zuliebe. Ja, das ja. Tafelstück. Hier. Da, das suchen wir die ganze Zeit.
Das ist also der Schlüssel, um das Geheimnis der Arche freizulegen. Der Rest ist in dieser Kathedrale. Vielleicht ist es an der Zeit für meine eigene Pilgerreise. Attacke auf den Dämonen. Na, Tank ran. Ich mach das alles hier. Feuer! Piu, piu, piu! Haha! Ich bin ja dabei. Stehen. Er hat zu. Also bin ich da hin. Sehr gut. Au, oh, er haut mich. Au. Oh. Nein, gibt's hier eigentlich Aggro? Ich bin mir da nicht sicher. Ich komme mit den Tasten immer noch nicht so ganz klar. War ja billig. Heutzutage gibt es so viele Tafeljäger. Wieder. Du bist zu spät. Die Dämonen haben bereits zugegriffen. Wie sie alle im Ableben noch immer was erzählen. Wenn der Dämon das Tafelstück hat. Zieh dir was an. Ist Pride Home in Gefahr? Wie sieht das aus? Wir müssen schnell zurück. Juhu, geschafft. Habe ich hier irgendwas gedroppt? Hier, warte mal, hier ist noch was. Meins. Dämon in der Höhle. Quest abgeschlossen. Das war ja relativ... Na gut, wir haben das auch auf normal gemacht, ne? Vielleicht ist es dann später etwas schwieriger. Was? Sie verwüsten Breitholm. Was muss ich machen? Ich muss Breitholm retten. Wie bist du? Weg mit euch. Ich. Wo muss ich denn hin? Hier brennt alles. Ich kann hier nicht durch. Ja. So, was muss ich machen? Dorfbewohner, besiege Dämonen, rette Dorfbewohner. Wie soll ich denn Dorfbewohner retten? Wo sind denn Dorfbewohner? Ich möchte eigentlich aufsteigen. Da kommen die nächsten. Blauholt. Überhaupt gar kein Ding hier. Da hast du meine Raketen, weil sie ein bisschen overpowered gibt. Was ist das hier? Keine Ahnung. So. Wen soll ich retten? Hier, irgendwen soll ich hier retten. Also das MG ist schon krass, muss man sagen. Ein bisschen overpowered. Laut. Moment, hab's gleich. Oh Gott, der Raketenwerfer hat auch was. Rette das Dorf vor dem Mond. Wo sind denn die Bürger, die ich hier retten soll? Da sind die Bürger. Wie soll ich die denn retten? Indem ich die Barrikaden zerstöre davor? Wie mache ich denn das jetzt? Das will ich doch retten, aber wie? Danke. Ja. Nur ein kleines bisschen Overacting ist okay. So. Ich will doch eigentlich nur aufsteigen. Lass mich doch mal hier die... Was muss ich noch machen? Rette die... Ich muss nur noch Dorfbewohner retten. Und Neria aus der Taverne. Hier müssten noch irgendwo Dämonen sein. Nehmen wir die. Feuer!
mal kreuzweise die Dämonen. So. Dorfbewohner. Sterb doch mal, der Maske. So, Dorfbewohner, da sind sie. Hier. Die Dämonen haben angegriffen! Ist das so? Mein junger Freund. So, lass mich mal ganz kurz gucken, wie lange nehme ich auf. Ach, hier kommt das. Das zeigen wir euch noch. Was ist denn das hier? Ich kann da nicht mal mehr auf einmal kommen? Ja, das lohnt sich ja gar nicht. Oh, oh. Ein böser Junge. Hau, 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 hau. Hau. Okay. Unangenehmer Bursche. Bin ich gefallen? Habe ich meine Gesundheit wieder? Ja. So, jetzt sind hier noch was zum Henker ist das. Ein Portal. Ein Portal in den Abgrund. So, wo sind jetzt hier? Da kommt wieder was Dickes. Wo ist der Dicke hin? Kann ich eigentlich in das Portal reingehen? Oder was passiert dann? Ich mach das mal lieber nicht. Ja. So, ich rette euch. Dämonen! Dämonen! Das ist wieder Dämonen! Jetzt Dämonchen. So, warte mal, jetzt müssen wir hier noch. Das sind schon wieder so eine Dinger. Was muss ich denn hier machen? Getroffen. So, wartet mal. Jetzt sind hier überall diese Portale. Ich denke, ich muss hier rein, oder? Ja. Hinein. So. Danke. Was? Bin ich noch entzogen? Was? Kommt mal her, meine Racker. So. Aber ich muss ja noch Neria retten. Warte mal, wo ist denn Neria? Ah, da ist sie. Neria, holde mein. Ich wusste, du würdest kommen. Ja, ich bin ein Herzensguter. Geh weg da, Neria. Ich hab so ein bisschen Streuschuss hier. Wie geht's? So, lass mich mal durch. Ich muss noch ein paar Dorfbewohner befreien. Ich würde mal sagen, die finden wir hier drin. Ah, wo kommt ihr denn alle her? Ja, nee, doch nicht. Hat nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? So, Dorfbewohner. Die Dämonen haben angegriffen! Sag doch nicht sowas. Alle befreit? Ne, einer fehlt noch. Hier ist noch einer. Yes, geschafft. Eliminiere die Dämonen-Legionäre der... Wen soll ich eliminieren? Wen soll ich eliminieren? Wo soll ich denn wen eliminieren? Hier ist ja keiner mehr. Da unten ist einer. Ich will jetzt aufsteigen. Muss ich hier rauf? Komme, wie komme ich denn da hin? Oh Gott, ich da oben ist der Dicke. Hat nicht geklappt. Mama. So. Mein Freund. Kurz noch einen Trank zu mir nehmen. Wie komme ich denn da rauf? Ja, ich weiß, aber wie komme ich da hin? Warte mal, hier muss. Das muss doch hier der richtige Weg sein. Ach, da!
auf. Was willst du dir jetzt, Kreuz? Schnell! Ja. Pater Varut! Ekelig. Man kann ihn nicht nach unten schießen. Deswegen bewege ich mich erstmal hier durch. Oh oh, da kommt irgendwas Großes. Noch ein böser Junge. So, wo ist der böse Junge? Der muss hier irgendwo sein. Nee, ist er nicht. Hallöchen. Ja. Utgar. Ja, Utgar selber. Nichts getroffen. Sehr schön. Dann mir mal kurz durch. Ja, eigentlich gar nichts, der Dicke. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Hilfe. Ja, daneben. Au. Heiltrank. Hier, nochmal das. Nein. Hier, das hier. Das ist so ein Schutzding. Das klappt aber nicht. Super. So. Und Feuer! Gleich ihn erwischt, ja. Ja, Mann. Wow. Kann das sein, dass nicht der Einzige war? Wirklich? Wo lande ich jetzt? Vater! Warum? Führt ihn, Darth Vader. Was steht auf der Tafel? Ich frage nicht nochmal. Wer ist das überhaupt? Ich habe einem Dämon nichts zu sagen. Oh, du wirst mir viel erzählen, alter Mann. Sieh her. Varut! Mehr Opfer. Wer ist er denn wieder? Achso, ja, den hat er schon. Jawohl, gib ihm, Paladin. Endlich, ein Priester mit Kampfgeist. Ich bin dran. Oh oh. Ja, Strahlduell, Rückenkampfbrücke. Für das, was du ihnen angetan hast, wirst du bezahlen. Und? Was war das jetzt? Zeitlupe! Mal sagen, hat er ihn platt gemacht. Diese Macht. Du bist ein Delane. Ein was? Interessant. Leider muss ich jetzt gehen. Aber keine Sorge. Wir sehen uns wieder. Das ist ein Delane. Varut! Arme! Du hast diese Macht erneut eingesetzt. Ich weiß. Ich hatte keine Wahl. Je öfter du sie einsetzt, desto mehr wirst du von der Dunkelheit verzehrt werden. Ah, die dunkle Seite der Macht. Ich werde es nicht wieder tun. Lass es mich erklären. Ich bin ein Delane. Ein Produkt von Mensch und Dämon. Doch die Tafel ist gerade viel wichtiger. Sie ist sicher, so auch ihre Geheimnisse. Dank euch. Diese Tafel, nun vervollständigt, beschreibt den geheimen Standort der sagenhaften Arche von König Luterra. Ah, so. Jetzt können wir endlich mal... Na gut, quatschen wir den noch an. Bleib ein paar Tage im Dorf. Ich werde dir mitteilen, was ich aus der Tafel erfahren habe, wenn die Lage hier stabiler ist.
So, okay, den quatschen wir auch noch an. Der sagt nix. Mir geht's gut. Was passiert jetzt? Ach so, jetzt erhole ich mich und sie bauen das Dorf wieder auf. Alles klar. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Boah, ich kann das nicht. Du wirst in der Kathedrale erwartet. Von Pater Varuth persönlich. Das ist so kitschig. Es tut weh. Aber mein Gott, ist okay. Wir machen das ja nur wegen den Kämpfen. So. Jetzt darf ich aber aufsteigen, oder? Dämonen in Breitholz. Was habe ich denn alles gekriegt hier? Tonnenweise neue Sachen. Ich habe gekriegt einen verstärkten Brustschutz des Schlangenjägers. Das ist immer gut. Ich habe gekriegt, Bereitmachen zum Ändern, Erfolg abgeschlossen. Machen wir gleich. Das habe ich noch gekriegt, eine neue Wumse mit 30 Gegenstandsstufe, Waffenkraft plus 21, würde man sagen. Definitiv. Und dann haben wir hier noch etwas, das ist nicht besser. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen zum Aufsteigen. Hier zum Beispiel, ich würde wirklich gerne in die Nummer, in den zweiten Tier gehen. Was muss ich denn da machen? Ich nehme nochmal hier die Punkte raus. Auch mal aus dem Raketenwerfer. Ich guck mal, wenn ich alle Punkte ausgebe, ob es dann geht. Auch den Schrot, komm mal, den Schrot hier raus. So, den auch mal. So, kann ich jetzt hier alle Punkte hier reingeben? Zack. Tier 2. Ich will Tier 2. Gib mir, ja, Tier 2. Huhu, alle Punkte raus, hier ballert um Tier 2. So, jetzt haben wir hier mehr Schaden drin. Kann ich eigentlich hier schon Stufe 2 auswählen? Nee. Warum geht das nicht ab Stufe 2? Ich weiß es nicht, ab wann man hier 2 Punkte einpacken kann. So, was haben wir hier noch? Ausgeteilter Schaden für jeden zweiten Angriff. Das verstehe ich nicht. Wie für jeden zweiten Angriff. So, was haben wir? Gewährt bei Fertigkeitsnutzung Stoßimmunität. Bäh. Jeglicher erlittener Schaden gewährt Fertigkeitsnutzung Minus 50%. Weiß nochmal. Jeglicher erlittene Schaden während Fertigkeit. Ach so, minus 50%. Also ich nehme weniger Schaden, wenn ich mit der Gatling-Bumse arbeite. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Gewährt bei Fertigkeitsnutzung Stoßimmunität. Also weniger Schaden oder kann ich mehr umgeschubst werden? Ausgeschaltet für jeden zweiten Angriff. Was ist denn jeder zweite Angriff? Was ist denn jeder zweite Angriff? Also mehr Schaden ist immer gut. Nehmen wir mal. So. Oh, ich habe auch eine neue Fähigkeit bekommen. Flammenwerfer. Was haben wir denn noch alles gekriegt? Ne, den Rest haben wir noch nicht. Aber Flammenwerfer haben wir. So, jetzt habe ich das Gatling Gun. Die Gatling Gun hochgepimpt. Ich muss natürlich noch sagen, speichern bitte. Erfolg freigeschaltet. So, dann haben wir hier noch ein Ratgeber-Quest, die du ausführen kannst. Ja, machen wir gleich. Jetzt guck mal ganz kurz erstmal hier rein. So, jetzt hatten wir hier noch die Titel. Ich bin jetzt... Man kann sich hier seine Titel zusammenbauen. Ich bin ein verderbter Schildkröte, Plünderer, Gipfel, Zähmer. Ich bin eine verderbte Schildkröte, so. Das klingt furchtbar schön. So. Ein verderbter Schildkröte, ich bin. Mach das mal zu hier. Weiblich geht auch. Nein, ich bin männlich. Mach das zu. Verderbter Schildkröte, ich bin. So, Erinnerungsraum machen brauchen wir nicht. Kaderinformationen. So, da könnten wir jetzt, glaube ich, auch hier eine neue... Alle Charakter, Vitalität. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich kriege mehr Vitalität, das ist nicht schlecht. 970 habe ich gerade. Jetzt bin ich bei 980, sehr schön. So, was auch immer das heißen mag, ja. Das war der Kaderruf. So, dann hätten wir hier noch, was haben wir da noch? Abenteuerfoliant, da können wir auch mal reingucken. Verstehe ich hinten und vorne nicht. Achso, das sind die verschiedenen Aussichtspunkte, die ich freigeschaltet habe. Verschiedene Monster habe ich kennengelernt. Aha. Und diverses anderes, ja. Also, was haben wir noch? Questübersicht. Brauchen wir jetzt erstmal nicht.
immer noch Ratgeber. Was auch immer ein Ratgeber-Quest ist. Ach ja, krieg ich ein Karnickel für. Na, das machen wir natürlich. Ein Karnickel. Sprich mit Blaubeere. Wer ist Blaubeere? Was weiß ich. So. Was haben wir hier noch? Universallager. Ach so, das ist mein Lager. Ich muss dringend mal zum Händler, wie wir da sehen. Ich will mein Karnickel. Aber wie wir mein Karnickel kriegen, liebe Zocker und YouTuber, das seht ihr später. Dann wird alles gut. Wenn ich mein Karnickel habe. Bis dann denn, euer Mr. Fleck aus Lost Ark.